Ja, das ist Lübeck. Da kann man gut dahinten erkennen. Spitze Türme. Da vorne guckt noch einer hervor. Genau, und hier war ich heute Morgen paddeln. Tolles Revier. Nicht sonderlich groß, aber wenn man hier hinten ein bisschen runter guckt, ich gehe mit euch mal da runter, da kann man hervorragend da hinten rumpaddeln. Und dann geht man praktisch da einmal hier, kann man um die ganze Stadt fahren. Also das war eine klasse Sache. War nicht schlecht. Ein bisschen schwül heute, ein bisschen drückend, aber ist halt dann auf dem Wasser etwas angenehmer. Ansonsten, wie ist die Lage? Ganz gut. Ich habe jetzt so die erste Woche rum, da wollte ich doch mal einen Zwischenbericht geben. Habe, glaube ich, 6 oder 7 Routen, bin ja gar nicht ganz sicher, getrackt, aufgezeichnet, beschrieben schon und so weiter. Also so kann es weitergehen, da komme ich vorwärts, aber das Pensum werde ich wahrscheinlich so nicht halten, weil das ist auch echt mal ganz schön anstrengend. Früh morgens aufstehen, ein bisschen paddeln, so 2000 Kilokalorien, die man am Tag, wenn man eine 15 Kilometer Tour macht, verbraucht. Und die müssen wieder rein, dann muss man ab und zu mal schlafen, da muss der Hund versorgt werden. Also ihr merkt, ist auch ein bisschen was zu tun, ist nicht nur Urlaub, sondern ist auch Arbeit. Aber Arbeit, die richtig Spaß macht. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich zeige euch nochmal, wo der Dicke ist. Der liegt natürlich bei den Temperaturen gut in dem Schatten. Ja, liegen ist nicht gerade, jetzt ist gerade umliegen und das ist natürlich für den älteren Herrn hier ein bisschen anstrengender. Aber wir fahren jetzt gleich weiter. Und zwar Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Bis dahin, tschüss.